Weiter geht es jetzt mit einer neuen Folge unseres Motormagazins Motor und Trends. Helmut Moser hat wieder viel Interessantes für Sie vorbereitet. Diese Sendung widmet Ihnen die Traunstein-Rallye. Anmeldungen unter alc@mmga.at. Hallo und herzlich willkommen bei Motor und Trends, unserem neuen Motormagazin auf Ihrem Kanal. Im ersten Beitrag bringen wir das Thema Umweltschutz ganz nach vorne, und zwar berichten wir über den neuen VW Up, der mit Erdgas, aber auch mit Benzin zu fahren ist. Der Name des Vorgängers dieses kleinen Autos war allen Fix- und Foxy-Lesern bekannt, der Lupo. Nun gibt es das Nachfolgermodell, den Up. Und dieser Up ist äußerst umweltfreundlich, er fährt mit Erdgas oder notgetrieben auch mit Benzin. Klein ist er, groß ist er, flott ist er, gemächlich ist er. Wie auch immer man den neuen erdgasbetriebenen VW EcoUp beschreibt, eines steht fest, er ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das derzeit sparsamste Auto auf dem Markt. Ein Verbrauch von weniger als 3 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer, das ist ein Wert, der selbst erfahrenen Autoexperten den Atem raubt und der die eher mageren Fahrleistungen des VW Up umgehend relativiert. Mit 68 PS und 3 Zylindern kann man zwar keine Ferraris killen, dafür aber immerhin in 16,8 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer spurten. Gas geben erhält im kleinen Up eine vollkommen neue Bedeutung. Ein schlechtes Gewissen braucht man dabei keineswegs zu haben. Umweltfreundliche 79 Gramm CO2 pro Kilometer muss man erst einmal schaffen. Der 11 Kilogramm fassende Gastank und der 10 Liter Benzintank machen's möglich. Insgesamt dürfte man im täglichen Betrieb wohl auf eine durchschnittliche Reichweite von mehr als 500 Kilometern kommen. Darum gilt, ab geht die Post. Das war unser Beitrag mit dem Erdgas-Up, ein Auto, das auch in Österreich für Furore sorgt. Und dazu sprachen wir auch mit dem Pressesprecher des Volkswagen-Konzerns in Österreich. Nachdem der gesamteuropäische Automarkt erstmals nach 18 Monaten wieder einen kleinen Zuwachs verzeichnen konnte, gingen in Österreich die Zulassungen heuer um knapp 9% gegenüber des Vorjahres zurück. Trotzdem ist das Verkaufsniveau nach wie vor hoch. Wie sieht es bei Marken des Volkswagen-Konzerns aus, die in heimischen Zulassungsstatistiken die ersten Plätze belegen? Gibt es da Konkurrenz im eigenen Haus? Nein, zuerst einmal, es gibt 3 Marken am Stockerl, weil Audi, ja, die Premium-Marke ist ja auf Nummer 3, das heißt Volkswagen vor Skoda und Audi. Skoda hält sich ja schon seit 18 oder 16 Monaten an zweiter Stelle. Das heißt, die hat ihre Position eingenommen und kann neben Volkswagen sich sehr, sehr gut auf diesem zweiten Platz behaupten, ohne große Kannibalisierung. Seat hat heuer wieder neue Modelle auf den Markt gebracht. Wie hat sich dieser spanische Konzernbetrieb heuer positioniert? Seat ist ja neben Spanien, dem Heimmarkt, ja, der erfolgreichste Markt in Österreich, ja, also für Seat in Österreich. Seat konnte ihren Marktanteil in den ersten 4 Monaten um über 1% steigern und liegt also an 7. Stelle in der Markenwertung, noch vor den Wettbewerbern aus Frankreich oder Italien zum Beispiel. Der Trend zum Allradantrieb ist in Österreich ungebrochen. Auch im Volkswagen-Konzern erweitert sich das Angebot an Allradfahrzeugen kontinuierlich. Nun hat VW mit dem Amarok einen Pickup im Programm. Kann man ihn zu den alltagstauglichen Offroadern zählen? Ich würde ihn auf alle Fälle dazu zählen, weil er doch, glaube ich, sehr gute Offroad-Eigenschaften hat. Jetzt mit einem neuen Sondermodell in Kürze auf dem Markt mit dem Canyon, also ein Pickup für freizeitorientierte Kunden, die auch gern ein bisschen etwas mitnehmen. Schaut auch optisch sehr dynamisch, auch sportlich aus. Also durchaus sicherlich eine Überlegung wert. Auch die Marke Porsche trotzt der aktuellen Krise und kann ständig steigende Verkaufszahlen vermelden. Also ist der Volkswagen-Konzern auf gutem Weg, um die Krone der Automobilproduktion zu ergattern. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich hier im Gelände neben dem Suzuki Crown Vitara stehe, dann sei erwähnt, dass in einer der nächsten Sendungen ein Offroad-Spezial folgt. Da wird auch dieser neue Suzuki Crown Vitara mit Facelift
vorgestellt. Im nächsten Beitrag geht es dann um den Stern und wir schauen, ob im neuen E200 der Stern auch drinnen ist, wo er außen angekündigt wird. Mercedes hat der E-Klasse heuer ein gründliches Facelift verpasst. Der E200 CDI, der uns von Papas Linz zur Verfügung gestellt wurde, beweist dies bereits mit seinem sportlichen Auftritt. Das Design hat Dynamik gewonnen, auch das Fahrwerk der von uns getesteten Navigard-Version ist nun komfortabler geworden. Trotzdem liegt der E200 satt auf der Straße und Unebenheiten werden nahezu souverän ausgebügelt. In dieser Variante wanderte der Stern in die Kühlergrillmitte, was die Sportlichkeit weiter unterstreicht. Eine direkt ausgelegte Lenkung überzeugt und der 136 PS starke Vierzylinder-Diesel bleibt geräuschmäßig stets im angenehmen Bereich. Raum fallen klassische Rundinstrumente auf, die eine Mischung aus analog und digital darstellen und wohl Kunden aller Altersklassen ansprechen werden. An elektrisch einstellbaren Vordersitzen sowie genügend Ablagen in der Mittelkonsole werden Mercedes-Kunden und solche, die es werden wollen, nichts auszusetzen haben. Im Sicherheitsbereich haben die Schwaben einiges vorgelegt. Der Collision Prevention Assist, ein radargestützter Kollisionswarner mit adaptiven Bremsassistenten, und der Attention Assist, der den Fahrer vor Müdigkeit und Unaufmerksamkeit warnt, sind serienmäßig an Bord. Resümierend also ein gelungener Wurf dieser neue E200 CDI, der ab 43.750 Euro erhältlich ist. Für die Avantgarde-Ausstattung sind ca. 2.200 Euro zu berappen. www.mercedes-benz.at. Sie haben sich sicher schon mal geärgert, wenn die Depotspesen auf Ihrem Bankkonto, auf Ihrem Depotkonto die Zinsen auffressen. Die neue Form von Anlage ist die Investition in Oldtimer. Und hier besuchten wir eines der führenden Unternehmen zum Thema Restaurierung und Verkauf, die Firma Hödelmeier in Schwertberg. Wozu in die Ferne schweifen Sie? Das Gute liegt so nah. Wer sein Geld heute ausgibt, weil er sich mit etwas belohnen möchte, das ihm nicht nur Freude macht, sondern à la longue auch Geld einbringt, kann sich schöne Immobilien kaufen, Gemälde alter Meister, Weinraritäten oder einen, wie es in der Fachsprache heißt, werthaltigen Oldtimer. Dafür muss sich der Interessierte nicht zu Auktionen in ferne Länder begeben. Eine Reise nach Schwertberg in Oberösterreich genügt. Dort befindet sich das Hödelmeier Classic Car Center, in dem man werthaltige Autoklassiker nur so zum Fahren oder auch als Wertanlage erwerben kann. Laut DOCS, dem deutschen Oldtimer Index, verzinst sich ein Gefährt, das die Kriterien als wertsteigendes Sammlungsfahrzeug erfüllt, überaus gut. Denn Oldtimer sei nicht gleich Oldtimer, gibt Oliver F. Buland, der Center Operation Manager, zu bedenken und verweist auf sein Classic Car Fahrzeugangebot, das prinzipiell alle Kundenwünsche zu erfüllen vermag. Primär im Handel haben wir uns auf die gute Ware konzentriert. Primär steht die Qualität im Vordergrund. Qualität deshalb, weil unser Ziel es ist, einfach zufriedene Kunden zu haben, und das ist nur möglich, wenn die Basisqualität der Fahrzeuge passt. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass wir uns hier vorrangig im Sportwagenbereich bewegen und vorrangig im mittleren bzw. im gehobenen Bereich. Die Auswahl an schönen und werthaltigen Oldtimern im Hödelmeier Classic Car Center ist groß und, egal ob man einen alten Citroën, ein noch älteres Steiermodell oder andere Klassiker sucht, in Schwertberg wird jeder potenzielle Interessent schnell fündig. Also primär ist der Oldtimer als Veranlagungsobjekt nur für einen Personenkreis geeignet, der auch den emotionalen Zugang dazu hat. Also wir gehen davon aus, dass lediglich 3-5% des Volumens im Anlagebereich Oldtimer von Menschen getätigt werden, die keinen direkten Zugang haben. Also primär zuerst das Herz und dann auch noch die wirtschaftliche Vernunft und das gemeinsam vereint. Welchen Steigerungswert haben diese Fahrzeuge im Laufe von 5 Jahren? Also wenn man den DOX, den deutschen Oldtimer-Index, jetzt zum DAX, zum deutschen Aktienindex parallel verlaufend beobachtet hat seit 1999, so hätten wir eine durchschnittliche Verzinsung von 7% am Oldtimer gehabt. Wir hatten einige Amplituden drin, einmal 15% und einmal nur wieder 4%. Aber generell hätten wir das Sparbuch der Oma 1999 in einen guten Fuhrpark investiert, hätten wir besser ausgesehen als im DAX. Im Hödelmeier Classic Car Center aber kann man nicht nur Oldtimer kaufen. Die Inhaber werthaltiger Fahrzeugklassiker können ihre teuren Modelle dort auch garagieren, reparieren
und warten lassen. Wir verstehen uns als ganzheitlicher Dienstleister rund um das historische und klassische Automobil. Also wir haben von der Wartung oder Substanzerhaltung bis über die Substanzwiederherstellung, sprich die Reparatur bis zur Vollrestaurierung, hier alles im Haus vereint. Das geht so weit, dass wir auch ganze Sammlungen kuratieren, sprich wir machen Full-Service-Betreuungen für institutionelle Eigentümer, sei es jetzt einer kleinen Sammlung, großen Sammlung, sodass also der Kunde eigentlich nur mehr den Genussfaktor in Anspruch nehmen muss. Wir sind zum einen Partner der Enstal Classic. Wir sorgen dort vor Ort für die An- und Ablieferlogistik sowie die technische Begleitung und Betreuung der Kunden, die dort auf der Veranstaltung mitfahren, sprich der Gäste der Enstal Classic. Wenn Sie die Mille Miglia ansprechen, hier haben wir einzelne Kunden individuell betreut. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass das Fahrzeug hingekommen ist. Wir haben dafür gesorgt, dass das Fahrzeug während der Veranstaltung technisch begleitet wurde, bis hin zu persönlichen Dienstleistungen für unsere Kunden. In der nächsten Sendung berichten wir über den Frankfurter Automobilsalon, der in der zweiten Septemberhälfte stattfindet. Zwischenzeitlich zeigen wir Ihnen ein paar Bilder für die übernächste Sendung, wenn wir mit dem Grand Vitara und anderen Offroadern ins harte Gelände gehen. Für heute sage ich danke fürs Zusehen und bleiben Sie auf diesem Kanal. Diese Sendung widmete Ihnen die Traunstein-Rallye. Anmeldungen unter alc@mmga.at.